Aber hier ist Freddy Krüger 91527 SE Deluxe. Ich habe jetzt mehr Arbeitsspeicher, ist das nicht toll? Und auch wenn man es nicht glauben mag bei dieser ruckligen Aufnahme, ich habe jetzt eine schnellere Internetverbindung als vorher. Obwohl sie jetzt eigentlich nur 2000 Megabit hat und vorher sollte ich wohl angeblich 6000 Megabit haben. Allerdings muss daran liegen, dass ich vorher irgendeinen Subprovider hatte und jetzt direkt bei der Telekom bin. Aber was bei Telekom wirklich telekomisch ist, ist die Tatsache, dass ich den Benutzernamen irgendwie erst mit einer relativ komplizierten Formel zusammenstellen muss aus den Zugangsdaten, die mir gegeben haben. Es besteht dann da irgendwie aus einer Nummer für den Anschluss und einer Kundennummer und einem Suffix und diesen ganzen Kram, das muss ich alles ohne Leerzeichen hintereinander schreiben und dann noch ein @t-online.de machen. Warum haben Sie das nicht bei den Einstellungsanleitungen mit dazu geschrieben? Wahrscheinlich haben Sie gedacht gehabt, dass ich so blöd bin und jetzt denke, funktioniert nicht, da kaufe ich mir doch einen von diesen Original Telekom TN Speedports. Und das habe ich aber nicht getan, sondern stattdessen bei denen angerufen und dann hatte ich irgendwie nach einer Viertelstunde oder sowas, obwohl die Kundenline-Dings da kostenlos ist, hat es sich ganz schön hingezogen, ich wurde jetzt mal umgestellt. Und dann war ich bei so einem Techniker und der hat mir dann dieses Geheimnis verraten. Aber das könnte man doch da irgendwie mit reinschreiben, oder nicht? Also jedenfalls, jetzt funktioniert das wieder und ich kann echt online gehen. Ja, da war ja noch was gewesen. Heute ist der erste Advent. Eigentlich müsste ich ja ein Türchen an meinem Weihnachtskalender aufmachen, aber dummerweise habe ich dieses Jahr keinen Weihnachtskalender bekommen. Das ist sehr schwer zu erhalten. Wahrscheinlich wurden die schon wieder alle weggekauft von irgendwelchen Omis. Sehr leid, ich würde gerne die alte Tradition fortführen aus den letzten Jahren. Aber ich fürchte, dass das nicht geht.